Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFR. Wir befinden uns mal auf Streife wieder mit der Los Santos Police, wie schon lange nicht mehr. Und wir sehen im Hintergrund schon mal mein neues Police 4 Fahrzeug. Ist aus dem Doppelpack, sage ich mal, von The Herc. Das ist halt die Slicktop-Variante und gibt es natürlich auch noch in der Marked-Variante, also in der markierten Variante. Stelle ich aber, denke ich mal, in der nächsten Folge vor. Wir haben hier zwei verschiedene Texturen. Einmal die normale Los Santos Police Textur und quasi eine, die Ghosted Version. Entschuldigung. Die Ghosted Version. Beide Fahrzeuge sind natürlich mit einem wechselbaren Textur versehen. Also austauschbaren Textur versehen. Damit meine ich jetzt nicht halt das Livery an sich, sondern einfach die Farbe. Ich kann das mal kurz anhand des Fahrzeuges mal kurz zeigen. So, wo haben wir es denn? Vehicle Color Menü. Genau. Wir könnten einfach die Farbe kunterbunt durchmischen. Also alles, was quasi... Champagner. Nehmen wir einfach schwarz oder nee, ja, was nehmen wir denn mal? Anthrazit Black Dark Steel. Okay, Dark Steel hat Steel. So, kleiner Wortwitz. So, aber davon jetzt erstmal genug. Wir wollen ja ein bisschen was hier zeigen und deswegen begeben wir uns mit dem Fahrzeug gleich mal auf Streife, weil das ist ja die Standard Los Santos Police Textur. Witzigerweise ist der ja natürlich genauso auswechselbar von der Grundfarbe wie eben dieses Slicktop. So. Wir waren ein bisschen zügig unterwegs, ne? Wir machen einfach mal einen Playcheck. Da wir aktuell ja keine Einsätze haben. Henry Edward King 158. Officers to use caution. Ui, na das ist ja. So, wenn du angehalten hast, bitte irgendwo mal an Seitenstreifen fahren. Hallo. Polizeiaktion, Polizeiaktion. Achso. Hä? Wie? Ich hab das doch gestoppt. Entschuldigung. So. Du musst mal beiseite fahren ein bisschen, sonst blockierst du hier die ganze Straße. Wow. Ja, das mit dem Mimiken ist so eine Sache, ne? Gut, auf jeden Fall steht er da relativ sicher auf dem Bürgersteig. So, und wir brauchen... So, genau, das müssen wir noch mal ändern. Das habe ich ganz vergessen. Das kann man nämlich genauso ändern. In die andere Richtung. So. Ich glaube, die anderen, wo ich das ändern konnte, die Fahrzeuge habe ich noch gar nicht gezeigt. So. Schönen guten Tag. Dürfte ich mal bitte Ihren Fahrzeugschlüssel haben? Wunderbar. Vielen Dank. Dann bräuchte ich einmal bitte Ihren Ausweis bzw. Eros Kekehorn. Okay. Sir, ich werde noch mal kurz Ihre Papiere überprüfen. Ich habe noch leichte Unstimmigkeiten bezüglich Ihres Fahrzeuges. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. So. Holen wir mal hier schnell rein. So. Und wir schauen mal in der Pet Database, was gegen ihn vorliegt. Gucken mal. License Status expired. So, 46, das passt. Und dann werden wir nochmal checken, ob das Fahrzeug hat auch keine Versicherung. Also ich würde auch spontan sagen, das Fahrzeug wird eingezogen und der Junge kriegt ein Ticket. So. So, und da sind wir schon wieder. Ich hätte mal eine Frage bezüglich Ihres
Beziehungsweise, also besser gesagt, haben sie Alkohol getrunken? Okay. Ich meine, es ist aber nicht das Normale, sondern wenn sie nichts dagegen hätten, würde ich mal ganz kurz eine Alkoholkontrolle durchführen. So, wunderbar. Getrunken haben sie wenigstens nichts. Das andere Problem, was ich habe. Mein Computer lügt mich nicht an und sagt mir, sie haben gar keine Lizenz. Also sie haben gar keinen Führerschein mehr. Und außerdem, das Fahrzeug ist gar nicht zugelassen. In dem Sinne würde ich mal sagen, wenn ich Ihnen mal ein Ticket schreiben, wir wollen ja auch das Richtige nehmen, Expired License. Und das Fahrzeug wird eingezogen. Warte mal, wir haben ganz vergessen, das Fahrzeug hat ja auch keine Zulassung mehr. So. Sie kriegen ein kleines Ticket von mir. 10-4, Adam 12. 10-4. Also genau, jetzt habe ich jetzt eine Animation gemacht. Ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm. Okay. So, vielen herzlichen Dank. So, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Auch dieser Einsatz erfolgreich beendet. Können wir mal kurz abwarten. Da kommt der Abschlepper. Wunderbar, das läuft. Ach so, ich habe den Schlüssel gar nicht mehr zurückgegeben. Ist aber, glaube ich, nicht weiter schlimm, ne? Na gut. Was hattest du denn davor? Und es wird auch langsam dunkel. Also freuen wir uns auf eine Nachtschicht. Und vielleicht haben wir ja Glück. Und ich bekomme mal einen meiner Lieblingseinsätze. Wäre mal interessant zu prüfen, ob der auch störungsfrei funktioniert. Wir bewegen uns ein wenig mal ein bisschen in die Richtung, wo vielleicht tendenziell so ein Solicitation Aufgabe mal auf mich warten könnte. Wäre natürlich schön. Was mir halt echt. Ey. Oh gut, okay. Dem ist aber nichts passiert. Eben. Was mich echt interessieren würde, ist, warum ich kein Einsatz so viel. Na gut. Da werden wir uns mal hinbegeben. Und werden uns mal da. Mal umschauen, was da vorliegt. Irgendwo fahren meine Kollegen hier rum. Die wissen wohl nicht, dass das hier ein Silent Alarm Trigger also ausgelöst wurde. Die sollten vielleicht mal eine stille Anfahrt bevorzugen, also nutzen. Ui. Das sollte ich vielleicht auch mal ausschalten. Muss ja nicht jeder sehen, wer gerade online ist. So. Remember, ja genau. Er weiß ja nicht, dass ich komme. Beziehungsweise, dass die Polizei hat alarmiert wurde. In dem Falle ich. So, 100 Meter. So. Wir machen mal die Beleuchtung aus und. Attention all units. Offices have arrived. Müsste es das Gebäude hier sein. Was ist denn das da? Was macht ihr denn da? Sieht irgendwie witzig aus. Warte mal hier. Oh, der ist super. Da ist er super ausgestiegen.
Warte mal. Stopp. Hey. Komm. Wer bist denn du? Ich glaube nicht, dass du hier hingehörst. Mann, Mann, Mann. Gleich ein Doppeleinsatz hier. Ich brauche mal Verstärkung vielleicht. Das wäre dann nicht schlecht. Hey, warte mal. Wo sind die jetzt hin? Verdammt. Wo sind die jetzt hin? Jawohl, ja. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Hier ist jemand abgehauen. Wo sind die jetzt hin? Verdammt. Genau, warte mal. Einmal bitte hier einen Sanitäter und dann wollen wir die mal hier kurz abholen lassen. Attention all units. Medical aid requested in Rockford Hills. Officers report a pedestrian struck by a vehicle. An ambulance requested from Rockford Hills. Requesting all available units to attend. Du kannst sie gleich mal mitnehmen, bitte. Machst du das? Wo läufst du jetzt hin? Ach so. An ambulance responding code 3. Okay, da kommt die Verstärkung. Checkup for 1 Adam 12. Was ich mich echt frage ist, warum hier die Blaine County Police, also der Blaine County Sheriff spawnt. Normalerweise müsste hier der County Sheriff nur spawnen. Na gut, ich will mich jetzt nicht beklagen, ne? Also was mich halt echt wundert ist, wo ist der hin? Fahrt ihr nochmal weiter, ja, bestimmt, ne? Hier, wir mal kurz diesen Fellow zweimal prüfen. Wir müssen mal ein bisschen Platz hier machen, die kommen hier nämlich gar nicht alle durch. Du bist das aber nicht, oder? Suspect's license plate 04 Henry Lincoln John 428. No entries on file. Okay, da sind die Sanitäter. Und ja gut, da die Besitzerin des Fahrzeuges auf unerklärliche Art und Weise verschwunden ist, werden wir das Fahrzeug mal hier abschleppen. Ja, ich wünschte mir natürlich, aber das ist wahrscheinlich schwierig zu gestalten, dass die KI mal geistreicher parken würde. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach umzusetzen, wenn es überhaupt umsetzbar ist. Aber wäre eine tolle Sache, wenn die KI endlich mal lernt, nicht im Weg zu stehen, beziehungsweise... Was soll das hier? Das ist mein Auto. Ja, wieder mal ein Grund dafür, warum ich mein Fahrzeug doch lieber... Und ist tot. Ja? Zwei Patienten? Nur zwei? Na gut. Wir können auch mal kurz den Corona rufen, der, ups. So. Und dann werden wir uns einfach mal auf, weiter auf Streife begeben. Warte mal, der Einsatz war schon Code 4, ne? Stimmt. Was ja mal echt lustig wäre, wäre so ein Solicitation-Auftrag. Aber ich glaube, der ist schwer zu bekommen. Also, wenn es jetzt zumindest darum geht, dass ich den jetzt bekommen möchte. So. Dann haben wir hier rüber. Dann haben wir hier, glaube ich, auch wieder so. Ja gut, die scheinen sich da nicht dran zu halten, ne? Aber Huben. Warte mal. We have a report of a criminal activity. No, a hold up in Morningwood. Morningwood? Morningwood ist da. Okay. So. Einmal wieder Vollgas. So. Oh, was machst du denn da? Meine Güte. Wo lernt man so Auto fahren? Wahrscheinlich in der GTA 5 Fahrschule. So, mal schnell darüber. Macht mal Platz da aus dem Weg. Das scheint auf dem Hinterhof zu sein irgendwie, ne?
Beziehungsweise in der Seitengasse. So, wo ist denn das hier genau? Also da ist der Holdup. Achso, Entschuldigung. Das ist ja was anderes. So. Hochballer. Ich glaube, das scheint irgendwie automatisch einzuschalten. Sobald. Warum steckst du jetzt auf der Seite aus? Warte mal, du bist doch da gerade im Flüchten. Stopp! Dann haben wir noch eine andere Waffe. So. Lauf! Also warte mal, wir könnten ja auch mal Unterstützung rufen. We have a code 99 and warum sollen wir eigentlich immer so viel laufen? Wir sollten doch echt mal öfter mal die Verstärkung rufen. Bleib stehen. So, auf den Boden. Bleib auf die... Bleib liegen. Waffe fallen lassen. Lass die Waffe fallen. Hui. Nimmst du ihn fest oder soll ich ihn festnehmen? Ist das nicht mein nächstes Fahrzeug, was ich vorstelle? Das müsste das Police 3 Fahrzeug sein. Assistance required for a suspect placed under arrest on North Rockford Drive. Ist das der? Glaube. Geht denn hier ab? Ist ja mitten in eine Schießerei rein. Ich habe leider mein Dienstfahrzeug gerade nicht hier stehen. Eigentlich habe ich jetzt erwartet, dass ein Verstärkungseiner kommt, um dich abzuholen. Oh Mann. Hier ist was los. Ich glaube, in Los Santos gibt es nicht genügend Polizei. Ich glaube, ich muss auch mal so ein paar Sachen runterschrauben. Oder beziehungsweise vielleicht mal ein paar Sachen... vielleicht mal verbieten. Irgendwo hier mit ein bisschen Glück steht noch mal ein Fahrzeug da. Jawohl. Attention all units, we have a criminal resisting arrest on Del Perro Freeway. Ja gut, da kommen wir jetzt eh nicht hin. Nee, lass mal. Attention unit 1 Adam 12. Nee, we have a traffic alert on Bay City Avenue for possession of drugs for sale. Haben wir nicht noch irgendwas anderes? Citizens report a prohibited radio broadcast on Del Perro Freeway. Can I get a unit started? Wir haben ja mal auf der Beifahrerseite aussteigt. Na ja, gut, machen wir das. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Beziehungsweise hatten wir auch schon lange nicht mehr so einen Auftrag. Target spotted in a van on Del Perro Freeway. Ach so, auf dem Freeway. Ach du Schande. Warte mal, Platz hier. Aus dem Weg. Ups. Entschuldigung. Also, wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, bist du selber schuld. Warte mal, ist das auf dem Freeway detected worden? Wenn ja, welche Richtung fährt er auf dem Freeway? Aber wie gesagt, die Fußgänger, die... Ja. Entschuldigung. Aber ich kann doch nichts dafür. Die reagieren noch nicht auf mich. Oh, ein Pantomime. So. Ja, toll. Wie soll ich denn den jetzt hier? Oh, Mann. Ja. Oh, Mann. Suspect spotted in a van on Del Perro Freeway. Dass die... Irgendwie schneidet das Auto immer die Kurven. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das ist ein blödes Auto. So. Hier müssen wir, glaube ich, auf den... Ah, wir kommen wenigstens mal hier auf dem Freeway. Ich glaube, ich bin noch nie lang gefahren. Hier hinten gibt es ja ganz wenig Autos. Das ist wahrscheinlich voll leicht zu finden. Ist da vorne vielleicht? Ja. Der hat doch so eine Parabolantenne auf dem Dach. Hallo. Einmal bitte rechts ranfahren. Rechts ran. Das ist aber links. Ja, die KI weiß nicht, wo rechts ist. Das scheint mir nicht zuzuhören. So.
Obwohl, was soll's. Ich werde dich jetzt einfach mal auf der Seite hier kontrollieren. Du machst dich aber da ein bisschen weiter noch an die Seite. Ja, Hauptsache ich passe irgendwie zwischen. So. Einmal hier abgesichert. Mit dem Secondär. Kann man das nicht erstmal genau... So. So. Okay. So, servus. Where do you broadcasting? Genau. Does it mean anything to you? Ja. Radio interview coming from this vehicle. Get away from me, this is an impostor. Was ist denn ein Impostor? Calm down, is the vehicle broadcasting on your signals? Someone help? Check up for 1 Adam 12. Willst du mir jetzt veräppeln, oder? Ich meine, ich bin zwar in einem Linksfahrzeug unterwegs, in einem Slicktop. Okay. Dann möchte ich Sie auch mal bitten, mal fragen, ob ich mal das Fahrzeug durchsuchen darf. It's none of your business, no more rights. Okay. Wissen Sie aber was? Ich mache mal kurz eine Alkoholkontrolle und dann eine Drogenkontrolle. Und dann dürfen Sie aussteigen. So. Ich könnte auch mal diese ganzen Spirenzien sein lassen und einfach mal aussteigen lassen. So. Ich möchte mal bitten, dass Sie aussteigen aus dem Fahrzeug. So, warte mal. Ich muss da rüber. So. Da ich nicht weiß, ob sie bewaffnet sind oder nicht. Zu meinem eigenen Schutz und ihrer mangelnden Mitarbeit nehme ich sie vorläufig fest. Kommen Sie mal bitte mit. Officers report a suspect placed under arrest on Del Perro Freeway. So. Und einmal eine Abholung bitte für eine junge Dame. Fauchen Sie dahin, da sind Sie aber sicher. So. Ist der das? Nee, das ist... Na, wir werden es gleich nochmal sehen, weil, wie gesagt, den stelle ich in der nächsten Folge vor. Da, so. Genau, das Fahrzeug wollte man durchsuchen. Weil, würde mich mal interessieren. Es kann ja auch sein, dass das hier jetzt mein Plugin crasht. Weil das Problem ist, glaube ich, dass das Durchsuchungstool bei dem Fahrzeug gar nicht funktioniert. Der Handgun, Kamera, okay. Das ist ein Grund mehr, warum ich sage, ich greife wieder zu dem, ich werde wieder zu einem anderen Durchsuchungsscript greifen. So, einmal Abschlepper bitte. Und damit wäre diese Folge auch beendet und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst doch mal einen Daumen hoch da oder Kommentare. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut.